Und herzlich willkommen nach einer kurzen Pause zu einer neuen Video-Review auf Starblade.de und heute wieder zum Thema Transformers Generations Combiner Wars. Ja, wie erwähnt, kurze Pause, denn das letzte Video kam Donnerstag oder Freitag letzte Woche und seitdem ist es ein bisschen still geworden um mich. Das halt eben aus arbeitstechnischen Gründen. Ich war von der Arbeit halt wirklich sehr eingenommen, kam eigentlich zu nichts durch die Arbeit, also ich hatte da 7 Tage am Stück Dienst und halt auch relativ lange und ich denke, die einen oder anderen oder die meisten von euch können es vielleicht verstehen, dass man dann nach der Arbeit dann doch lieber, wenn man nur noch gerade Kraft hat, diese lieber mit Frau und Kind nutzt. Von daher habe ich mich da die letzten Tage ein bisschen rar gemacht. Diese Phase ist aber jetzt offiziell beendet, denn ich habe jetzt ein paar Tage frei, habe jetzt in Ruhe Zeit, um Videos aufzunehmen und ja, das erste daraus resultierende Video seht ihr in diesem Augenblick. Es handelt sich um Hotspot. Ich verwechsel die beiden immer irgendwie namentlich. Dabei sind das grundlegend verschiedene Figuren oder Charaktere. Ja, Hotspot, mit dem ich sozusagen das Ende der Combiner Wars Welle 3 Reviews einläute. Denn nach diesem Knaben hier gibt es noch eine Review zu Welle 3 und das ist dann die zu Defensor. Die wird wahrscheinlich morgen online gehen und dann werde ich auch zusehen, dass ich Gas gebe und ihr in den nächsten Tagen auch schon mit den ersten Video-Reviews zu Devastator rechnen könnt. Ich tendiere aktuell dazu, die Review zu Devastator zu stückeln, sprich zu jedem Charakter halt ein eigenes Video und dann halt nochmal ein gemeinsames Video, um halt die Kombination zu Devastator zu zeigen. Noch könnt ihr Einspruch einlegen, wenn ihr lieber halt irgendwie, weiß nicht, eine Dreiviertelstunde, Stunde Devastator als Ganzes sehen wollt. Also jede einzelne Review zu den Combinern, wer ist denn, zu den Constructibots, Constructicons, entschuldigt. Ich bin müde, ich darf das. Zu den Constructicons sehen wollt, dann dürft ihr mir es natürlich gerne mitteilen, sonst tendiere ich halt wie in vergangenen Zeiten dazu halt, dann die einzelnen Figuren auch einzeln zu reviewen. Aber da habt ihr definitiv Mitspracherecht. Dafür würde ich mich drüber freuen, wenn ihr das dann halt eben auch hier unter der Videobeschreibung in den Kommentaren erwähnt oder erzählt. Oder halt eben bei Facebook oder auf unserer Internetseite im Forum etc. etc. Da habt ihr genügend Möglichkeiten, eurer Stimme Gehör zu verschaffen. So, jetzt aber genug zu ihm. Zu Devastator. Verpackung habe ich leider gerade nicht zur Hand, denn der eine oder andere weiß, dass ich hier etwas umgezogen bin mit meiner Videoausstattung und ich gerade halt einfach auch räumlich von den Verpackungen getrennt bin und ich da jetzt gerade nicht rankomme. Jedenfalls kommt er mit dieser sehr coolen Sammelkarte hier, die ein Design von ihm zeigt, dass er dieser GDO Asia-Exclusive-Variante entspricht. Ein bisschen mehr an G1 angelehnt, würde ich fast sagen, aber naja. Sehr coole Karte auf jeden Fall, die mir gerade runtergefallen ist und beabsichtigt. Er kommt außerdem hier mit diesen beiden Pistolen. Die lassen sich für den Combiner-Modus auch verbinden, aber das finde ich persönlich ziemlich bescheuert. Denn ähnlich wie bei Optimus Prime kann man die dann halt einfach so aneinander stecken und eben dann halt im Combiner-Modus in die Hände drücken. Aber das finde ich halt, sieht einfach nur, gelinde gesagt, scheiße aus. Was ich mir gewünscht hätte, wäre halt eine Funktion gewesen oder eine Möglichkeit gewesen, dass man die halt irgendwie aneinander stecken könnte und dann halt sozusagen ein doppelläufiges Gewehr zu haben oder so. Wie ich das gelöst habe, seht ihr dann in der Gesamtreview zu Defensor. Die lassen sich hier natürlich auch im Fahrzeugmodus anbringen, auf den ich jetzt erstmal zu sprechen komme. Anders als in Generation 1 Zeiten ist er nämlich jetzt hier ein etwas moderneres Fahrzeug. In Generation 1, ich muss ja gerade ein bisschen mit der Kamera spielen. So. In Generation 1 war halt ein klassisches Feuerwehrauto. Jetzt ist er hier eher so ein bisschen
wie heißen die, Rosenbauer, Panther, diese Flugzeuglöchzüge eher orientiert. Was ich hingegen sehr cool finde, ist halt, dass es halt einfach ein bisschen moderner wirkt. Außerdem sehr cool finde ich hier diese schöne Hommage an Generation One, hier mit diesem Autobot-Look und den Flammen und Fire Rescuers. Ist sehr stark an Generation One Hotspot angelehnt. Jetzt komme ich echt durcheinander. Sonst halt farbschematechnisch sehr nah natürlich am Original. Aber halt trotzdem sehr eigen, sehr neu, sehr modern. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Denn die Generations Combiner Wars Reihe ist für mich nicht nur halt eine Reihe mit Combinern und Neuauflagen von Generation 1-Figuren, sondern halt eben auch eine zeitgemäße Neuinterpretation der Charaktere. Und das finde ich hier bei Hotspot sehr gut gelungen. Kleine Nebenbemerkung ist, dass der Mold auch nochmal wiederverwendet wird, unter anderem für Victorion, welchen ich persönlich aber auslassen werde, weil ich da keinen großen Mehrwert drin sehe, den auch noch zu besitzen. Und zudem auch noch für Onslaught, den man für Bruticus braucht. Jedoch ist das ein sehr heftiger Remold. Man kann sich vorstellen, bei Onslaught ist dann halt die Hintersektion, dann die Front und umgekehrt. Also es ist schon, da hat man sich ein bisschen Gedanken gemacht. So, aber wir sind hier bei Hotspot. Was ich sehr cool finde, ist, dass die Leiter halt natürlich auch eine Funktion hat. Man kann halt hier das ein bisschen alles machen. Ist ganz cool. Lässt sich auch hier rotieren. Gefällt mir ganz gut. Was ich ein bisschen schade finde, habe ich da jetzt gerade eins zur Hand. Ja. Leider habe ich gerade nur Groove zur Hand. Da passt das Größenverhältnis gerade so halbwegs. Wobei auch nicht so ganz. Jedoch finde ich das Größenverhältnis zu anderen Deluxe-Figuren eher weniger passend. Aber es ist halt Geschmackssache auch, ob man damit leben kann oder nicht. Innerhalb der Combiner Wars, oder allgemein in den Transformers-Reihen, hat man noch nie so wirklich einen hohen Standard auf ja, Maßstäbe gegeben. Außer jetzt eben bei der Masterpiece-Reihe. Aber na gut, das ist halt eben, ist halt so. Ja, wie erwähnt, kann man die Waffen natürlich auch hier anbringen. Man kann die jetzt zum Beispiel hier dran befestigen. Hier sind Ports zum dranstecken. Oder halt eben auch hier vorne, was ich eigentlich persönlich etwas cooler finde. So. Und verleiht dem Ganzen etwas mehr Feuerkraft. Der löscht nicht nur Feuer, der macht auch noch Feuer. Sozusagen. So. An sich ein sehr cooler Modus, gefällt mir ganz gut. Jetzt habe ich den Kopf ein bisschen gedreht. Also man kann das ein bisschen variieren, wie man lustig ist. Ich habe den Kopf jetzt ein bisschen gedreht, weil sonst würde man den hier oben durchsehen. Man kann jetzt natürlich auch noch hingehen und hier die Klappe hochklappen. Dafür müsste ich den Kopf wieder drehen. Persönlich finde ich aber halt einfach, bringt ein bisschen mehr Variation halt eben auch in die Transformation, wenn man es halt so macht. Vor allem unterstützt das hier den meiner Meinung nach etwas sehr schlank geratenen Bereich, der halt bei einem reellen Fahrzeug halt eben nicht so hohl wäre, sage ich mal. Aber sonst habe ich eigentlich nicht viel zu meckern am Fahrzeugmodus. Okay, hier hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Silber dran machen können. Also so ein bisschen was findet sich immer zu meckern, aber alles in allem finde ich den Fahrzeugmodus doch sehr gelungen. So, bevor ich jetzt irgendwie ewig über eine dasselbe quatsche, kommen wir zur Transformation. Die ist relativ einfach. Es gibt einen gewissen Kniff, den man bei den Beinen bedenken muss. Den zeige ich euch jetzt gleich. Das hier ist ganz cool gemacht, über ein doppeltes Gelenk und Fussel. Kann man das dann halt hier so hochklappen. So. Das sind dann sozusagen die Füße. Die Arme formen wir hier aus dieser hinteren Sektion. Ich muss doch mit der Kamera mal ein bisschen hochgehen. So. Meine Arme sind nicht so lang. So, und jetzt lösen wir die Beine. Ich hole hier schon mal den Kopf raus. Das macht es alles ein bisschen einfacher gerade. So, die Klappe hoch. Kopf drehen. So. Und die Beine werden jetzt sozusagen um 180 Grad gedreht, dass sie so nach vorne gucken. Und jetzt hier aus dieser Schiene
rausgezogen. So, und jetzt kommt hier dieser kleine von mir angeteaserte Kniff. Ihr seht, hier sind in den Beinen mehrere Gelenke. Wir haben hier 1, 2, 3. Ist das auch noch ein Gelenk? Nee. Aber drei Gelenke. Um das Ganze halt wirklich festzukriegen, da haben nämlich viele ein Problem mit gehabt und hatten sich dann gewundert, ja, warum sind die Beine denn so locker und so bendy? Das ist ganz einfach. Ihr müsst hier. Es ist einfach auszuführen, aber schwer in der Kamera zu zeigen. Ich mache es so, dass ich halt hier mit dem Finger gegendrücke, um halt dieses Gelenk um 180 Grad einzubiegen. Und das hier dann ebenfalls um 180 Grad in die entgegengesetzte Richtung. Sprich, dass ihr es halt irgendwie. So. Und das geht dann auch ganz fest hier rein und hat dann auch einen sehr festen Halt. Hier kann man das ein bisschen sehen, wie das von oben aussehen sollte. Das zeige ich euch jetzt hier auf der Seite auch nochmal von oben. So, hier ist nämlich so eine kleine Furche, ich hoffe, man sieht die. Und die hakt dann hier in Position. So, und fertig. So, dann hier drehen, Arme runterklappen und Arme runterklappen. So, jetzt haben wir hier diese komplette Leitersektion. Die klappen wir einmal so um. So, klappen das jetzt dran. Hier sind Pins befestigt, die kommen hier rein. Ebenso auf der anderen Seite. So. Drehen um 180 Grad. Und das wird jetzt runtergeklappt. So, die Beine noch in Position bringen. Das Ganze noch ein bisschen ansehnlicher verpacken. Dem Kerl noch Knarren in die Hand geben. So. Und fertig ist der Robotermodus. Und ich zoome mal noch ein bisschen raus. Ich versuche natürlich ein bisschen beim Rauszoomen zu beachten, dass ihr vielleicht nicht so viel vom Hintergrund unbedingt sehen müsst. Ich habe hier nämlich doch noch ein paar Platzprobleme, die ich noch in den Griff kriegen muss. Aber naja, es wird. Jedenfalls ist das hier der Robotermodus, der mir sehr gut gefällt. Man erkennt deutlich den Generation 1 Charakter wieder, aber halt eben, wie gesagt, im modernen Gewand. Allerdings, was mir halt auch auffällt, ist, dass halt doch so ein paar Farbdetails eben durch die Nichtbemalung untergehen. Ich finde zum Beispiel, hier hätte man in der Brust definitiv noch ein bisschen Details rausholen können. Hier in den Armen definitiv. Ich finde, das hier hätte in Silber auch gut ausgesehen. Sonst an den Beinen haben wir hier dieses Absperrbandmuster. Hier ebenfalls. Ja, das wirkt halt ein bisschen kahl. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen Farbe gut getan. Und halt natürlich die Felgen der Reifen hätten noch ein bisschen Farbe gebrauchen können. Aber es ist ein bekanntes Problem, ein bekannter Status bei Hasbro, wo glaube ich nicht mehr so viel dran gemacht wird bei den regulären Releases, jetzt innerhalb der Generations-Reihe etc. Das ist dann eher was für die High-Collectors-Reihen. Was ich sehr schade finde auch. Kurzer Größenvergleich zu Optimus Prime, ebenfalls aus der Combiner Wars-Reihe. Größentechnisch ungefähr gleich auf. Optimus ist ein bisschen größer und natürlich auch weitaus bulliger. Dann, ja, was ich auf jeden Fall hervorheben möchte, ist der großartig designte Kopf. Ich finde allgemein, wenn Hasbro momentan Köpfe raushaut für Figuren, dann kann man da eigentlich zu 99% sagen, die sehen wirklich großartig aus. Auch bei Repaints. Ich habe jetzt heute wieder ein paar Videos gesehen von der kommenden Welle 4, welches ja eigentlich nur Repaints sind zu Generation 1 Charakteren und die sehen meiner Meinung nach wirklich sehr großartig aus. Rechtfertigen für mich eigentlich schon den Kauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat, wie gesagt, für mich einen relativ frischen Look, hat aber trotzdem genug von seinem Generation 1 Vorbild, um halt wirklich, wie soll ich sagen, ikonisch zu sein für seine Verhältnisse. Beweglichkeit ist natürlich auch gegeben. Wir haben ein Kugelgelenk im Kopf. Da haben wir natürlich ein bisschen Beweglichkeit dann durch. Ich finde, den Kopf erinnert mich immer so ein bisschen an Optimus Prime. Oder Soundwave auch. Und nur Soundwave halt hier noch so eine Krone hat. Dann hier Rotation. Und ihr hört das schon, das ist pervers fest, also wirklich wow. Dann haben wir hier ein bisschen Möglichkeit noch rauszuklappen, halt eben auch transformationsbedingt. Doppeltes Ellenbogengelenk, auch
transformationsbedingt. Leider kein Handgelenk, keine Hüftartikulation. Dafür war halt auch hier wieder bombenfeste Gelenke. Rotation hier, Knie da. Und halt auch wirklich einen ordentlichen Beugepunkt. Fußartikulation nicht wirklich, aber an für sich finde ich die Beweglichkeit ausreichend. Und das Hauptfeature ist ja eh der Combiner-Modus. Und wie der zustande kommt, das zeige ich euch jetzt. Denn wir verwandeln jetzt Hotspot mal in den Torso für Defensor. Ist relativ einfach. Wir klappen hier, ihr seht hier die Tabs, hier die Schlitze. Wir klappen das hier so ein. Darauf achten, dass die Tabs hier in die Schlitze passen. So. Das Ganze hier auf der Seite auch nochmal. So. Den Roboterkopf klappen wir ein. So. Die Beine bringen wir erstmal wieder in den Zustand, wie sie eben halt auch aus der Transformation entstehen. So. Darauf achten, wenn ihr die Beine zusammenfaltet, dass hier diese Schlitze hier in diese Furchen reinschieben. So. Das wäre natürlich auch hier auf der Seite. Wir wollen ja symmetrischen Combiner. Bei mir ist das hier leider nicht mehr so ganz fest. Anfangs war es fester, mittlerweile hat es auch ein bisschen nachgelassen. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie was machen kann. So, fertig sind wir natürlich noch nicht, denn da fehlt noch was Entscheidendes. Wir klappen hier die Sektion wieder auf, drehen die um 180 Grad, klappen das runter, klappen das runter, sorgen wir mal dafür, dass das hier fest sitzt. Hier sind auch nochmal Tabs, die kommen hier in die Schlitze rein, so und so. Und jetzt wickeln wir die Leiter des Fahrzeugs einmal so um den Torso herum. So, stecken das hier fest. Hier sind Steckplätze, hier sind Tabs und die passen hier wunderbar drauf. So, da müssen wir ein bisschen zusammenfriemeln. So, jetzt klappen wir hier die Dinger runter. Und in diesem Korb von der Löchleiter ist der Combiner-Kopf drin. Finde ich eigentlich total irre lustig. Und so sieht dann Hotspot als Torso für Defensor aus. Ich glaube, ich kriege das jetzt leider nicht so ganz zum Stehen. Kann ich nicht irgendwie... Ja, ich glaube, es gibt keinen. Ich würde ihn gerne mal kurz so stehen lassen. Und halt... Ah, gut, dann halt nicht. Dann muss ich dich halt festhalten, Junge. Ja, sieht meiner Meinung nach wirklich sehr gut aus. Transformation ist einfach, aber halt eben auch raffiniert. Also ich finde dieses Prinzip, dass man diese Leiter einmal so um den Torso wickelt, finde ich eigentlich verdammt genial. Zudem sieht der Torso-Modus meiner Meinung nach auch wirklich sehr gut aus. Hebt sich gut von den anderen Modi ab, zum Beispiel jetzt auch von den anderen Combiner-Voyagern, zum Beispiel Optimus, Motormaster oder das Silverbolt. Hat einen sehr eigenen Look. Hier wird übrigens dann Groove als Brustschild befestigt. Und ich finde, der Modus hebt sich halt auch gut vom Roboter-Modus von Hotspot ab, um halt wirklich so eigen zu wirken. Also da bin ich wirklich sehr zufrieden mit und kann das auch wirklich sehr empfehlen. Ich habe mir den gekauft bei Actionfiguren 24. War für mich billiger und ich hatte ihn schneller. Aber die sind jetzt auch regulär in Deutschland erhältlich, zum Beispiel bei Toys R Us oder Müller. Das heißt, versucht euer Glück. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, ist eine sehr coole Figur. Und für mich ist das Combiner-Feature eins der coolsten Features überhaupt bei Transformers in den letzten Jahren. So, zum Abschied nochmal kurz in den Roboter-Modus. Ihr seht, das geht hier wirklich alles sehr schnell von der Hand. Also nach einer kurzen Probezeit hat man hier das wirklich alles so schnell raus und man hat dann auch einfach wirklich so viel Spaß. Also das ist mittlerweile mein dritter vollständiger Combiner für Combiner Wars. Welle 4 habe ich mir schon geordert, allerdings ohne den weißen Optimus Prime. Ich glaube, wie hieß denn der jetzt? Battlecore Optimus Prime, den habe ich mir nicht mitbestellt, weil ich mir denke, ich habe hier den roten Optimus Prime, den ersten,
Und der gibt für mich definitiv den besseren Combiner-Part ab. Aber ich bin sonst wirklich sehr angetan von der Combiner Wars-Reihe. Ich hoffe, ihr auch. Wenn dem so ist, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Nicht nur, wenn ihr Combiner Wars mögt, sondern auch, wenn ihr Starblade mögt. Freue ich mich immer drauf. Däumchen nach oben. Schaut mal in die anderen Videos rein. Ich habe hier für die Combiner Wars-Figuren auch eine eigene Playlist erstellt. Die könnt ihr ja mal durchseppen. Vielleicht ist da was bei, was ihr noch nicht gesehen habt. Sonst würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mal auf starblade.de schaut, auf unsere Internetseite, dort mal ins Forum schaut oder auch in unsere Facebook-Gruppe. Wir suchen immer neue Leute, die Bock haben, mit uns zu plaudern. Wenn ihr World of Warcraft spielt und noch eine Gilde sucht, kommt auf Frostmourne. Dort haben wir eine Hordengilde. Könnt ihr gerne beitreten. Sonst ja, findet ihr noch diverse andere Links, zum Beispiel zum Ragen, zum Chris-tainment, zum Silent Mike, zum Dark Schnegge, zu unserem Instagram-Account und. Also jede Menge Links, die ihr euch durchlesen könnt, wenn ihr nachts mal nichts zu tun habt, findet ihr alles hier unter Video-Info. Sonst dürft ihr euch auf morgen freuen, denn da kommt die Video-Review zu Defensor, da ist er natürlich auch wieder mit dabei. Und dann gucken wir uns mal an, was der gute Defensor im Combiner-Modus taugt. So, ich tauche jetzt unter, ich tauche ins Bett, mache jetzt Bubu und wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Das war's auch schon wieder für heute. Doch kein Grund zu verzweifeln, denn auf unserem Kanal findest du noch viele weitere Videos, die das Nerdherz höher schlagen lassen. Und wer weiß, vielleicht ist etwas dabei, was du so noch nicht auf dem Schirm hattest. Und wenn dir das nicht reicht, schau doch mal auf unsere Internetseite starblade.de. Dort findest du unser großes Forum, News, Infos zu Kinofilmen, Videospielen und Serien und natürlich vieles mehr. Starblade.de, von Nerds für Nerds.